Ja, am Nachmittag sind wir nochmal zu einem britischen Soldatenfriedhof in Overlone gewesen. Loni hatte eben die Besonderheiten dieser Friedhöfe ausgiebig beschrieben. Und man sieht tatsächlich, es bestätigt sich auch in Holland. Kreuz in dieses Register. Judenstern, Kreuz. Aber da sind wir ja eben schon bestens aufgeklärt worden. Jetzt habe ich dazu noch mal eine ganz kleine Klammer. Wir haben jetzt eben sehr viel über diverse Soldatenfriedhöfe gelesen. Ich war jetzt die letzten 2 Jahre ja in Berlin. Und jetzt sieht man mal einfach mal sowjetische Ehrenmale, die in Berlin stehen. Jetzt hier direkt am Tiergarten. Hier liegen 2.500 sowjetische Soldaten anonym beerdigt. Denen war es offensichtlich wichtiger, ein Riesenmonument darzustellen. Das ist also gesäumt noch mit Stafetten und Panzern. Macht offensichtlich dann mehr Sinn, statt jetzt mal einen Namen zu finden, der jetzt da begraben liegt. Und das Ganze wurde noch getoppt vom Tretor-Ehrenmal, das ich dieses Jahr besucht habe. Das ist mal eine Luftaufnahme. Das sind also 10 Hektar hier. Also man kommt jetzt hier rein und sieht man hier eine kleine Statue, da komme ich gleich noch drauf zu. Und hier sieht man eine riesengroße Statue, die ist auf einem künstlichen Hügel und da sind dann auch noch Soldaten beigesetzt. Und gesäumt wird das Ganze noch dann von Sarkophagen, wo ich an sich da zu dem Zeitpunkt dachte, dass die Soldaten darunter liegen. Hier sieht man jetzt mal die Sicht von der Skulptur dieser weinenden Mutter und hinten halt diese Riesenskulptur Bronze, massiv 23 Meter hoch. Also hier die weinende Mutter und hier gegenüber der sowjetische Soldat mit einem deutschen Kind auf dem Arm, der mit dem Schwert das Hakenkreuz zerstört. Hier sieht man also jetzt nochmal diese Sarkophage. Also mit unterschiedlichsten Kriegsszenen, bilderisch dargestellt und vorne drin sind immer Zitate von Stalin. Rechter Seite des Ehrenmals auf Deutsch, linke Seite in russischer Schrift gehalten. Ja, wie ich schon sagte, unter dem 50-Haufen-Würden Hügel hier liegen 7000 sowjetische Soldaten auch namenlos begraben. Das einfach nur mal so als kleiner Vergleich. 10 Hektar für 2 Statuen. Und da sind sie beerdigt und 17 Hektar Eis ist rein. Ja, Sonntagmorgen bin ich dann nochmal alleine über den Soldatenfriedhof gegangen. Ich bin also dann auch nochmal zu den Gräbern von meinen beiden Georgs, Georg Quast, der Leutnant, und Georg Busch, der 17-Jährige, mit dem kaputten Kreuz gegangen. Und habe mir dann auch nochmal das Glockenspiel angehört, weil es mir in diesen 4 Tagen eine Konstante war. Und meiner Meinung nach auch irgendwo ein Zeichen von Trost häufig darstellt in einer sehr trostlosen Umgebung, gerade wenn man mit derart viel Eindrücken dann, die man zu verarbeiten hat. Und ich hatte Wochen zu verarbeiten. Und es wurde dann Zeit, Abschied zu nehmen. Und ja, ich habe es nochmal geschrieben, gerade Georg Busch ist mir da besonders ans Herz gewachsen. Und ich hätte ja niemals von dem Jungen irgendwas mitbekommen, wenn ich per Zufall das Kreuz eben kaputt gewesen wäre. Ich hoffe sehr, dass der Kreuz inzwischen erneuert worden ist. Bei Gelegenheit werde ich nochmal einen türkischen Eisenstein machen. Ja, mir ist in den Tagen echt einiges klar geworden, auch danach. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, hat mich sehr beschäftigt. Hier liegen 32.000 Opfer eines absolut sinnlosen Krieges. Und das habe ich jetzt einfach mal zur Verdeutlichung. 32.000 Kriegstote. Stadt Bergheim hat ca. 62.000 Einwohner. Hier sind jetzt mal die einzelnen Ortsteile mit nicht ganz aktuellen Bevölkerungsstatistik. Und wenn ich jetzt mal rechne, ich ziehe jetzt mal hier weg Auenheim, Fließleben, Büsdorf, Niederhausen, Oberhausen, Pfaffendorf, Quadrat-Ischendorf, Unreit-Hüchelhofen ab, komme ich von 62.000 auf 30.000. Das heißt auf gut Deutsch, Auenheim, Büsdorf, Fließleben, Niederaußen, Oberaußen, Pfaffendorf, Quadrat-Ischendorf und Reit-Hüchelhofen sind komplett weg. Leergefegt. Wie wenige waren das im gesamten Vergleich, wenn man das bedenkt? 50 Millionen Kriegstote hat der Zweite Weltkrieg hervorgerufen. Dieser rote Rahmen hier soll das darstellen, die 50 Millionen. Und dieser kleine Klecks sind die 32.000.
mit denen ich mich 4 Tage da in mir beschäftigt habe. Hier auch wieder kein Anspruch. Genau. Und das alles nur, weil diese Machthaber keinerlei Skrupel haben, ihre Soldaten gegeneinander zu hetzen. Sei es von der einen Seite, wie von der anderen. Da habe ich einen Graffiti gesehen an der Berliner ISAP Gallery letztes Jahr. Politik ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Und man sieht jetzt hier noch, wie ihm da ein Geldschein in den Rachen geschoben wird. Politik ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Das sehe ich komplett anders. Politik muss den Krieg mit allen Mitteln verhindern. Sir Peter Ustinov hat mal einen sehr schlauen Satz gesagt. Olympische Spiele wecken die gleichen patriotischen Gefühle wie Kriege. Aber sie sind nicht so gefährlich. Aber wie sieht es heute aus? Ich habe diese Woche mal bei Wikipedia geguckt, aktuelle Kriegsschauplätze. Das ist jetzt mal eine kleine Auswahl davon. Sind nicht alle davon in den Medien so oft beleuchtet wie jetzt in Afghanistan oder Irak? Zu weit weg. Weit weg. Auch das wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Syrien habe ich jetzt da komplett vergessen. Da ist ja auch schon Bürgerkriegserklärung. Und deshalb sollte jede Kriegsgräberstätte als Mahnung verstanden werden. Der Krieg bringt immer neue Verlierer hervor. Und sowas wie den gerechten Krieg gibt es nicht. Denn jeder Krieg wird auch immer nur Wut, Verzweiflung und Tränen erzeugen. Gerechter Krieg, klar kann man jetzt sagen, gut, dass die Alliierten damals hier Hitler-Deutschland bekämpft haben. Ja, aber was erzähle ich der Mutter, die, wie wir es eben gesehen haben, 32 Brüderpaare, einmal liegen 3 Brüder nebeneinander. Was erzähle ich der Mutter? Was erzähle ich der Ehefrau? Was erzähle ich den Kindern? Für nichts. Und Helden werden im Krieg auch keine geboren. Denn die, die das überleben, die werden wahrscheinlich ihr Leben lang traumatisiert bleiben. Und deswegen sollten wir uns alle nicht mehr von irgendwelchen Ideologien blenden lassen, sondern lieber dem Motto des Volksbundes folgen. Arbeit für den Frieden. Der Rüstungsetat der einzelnen Länder ist bei seinen Bürgern deutlich besser aufgehoben als bei den Aktionären.